Christine Kentsch in Tel Aviv. Wie kann es denn sein, dass die Zahl der schwer Corona-Kranken steigt? Und was heißt denn schwer krank? Also schwer krank heißt hier in Israel tatsächlich im Krankenhaus und auf der Intensivstation. Und das sind im Moment etwas über 1200 Fälle. Das ist etwa 50 Fälle mehr als in der letzten Welle. Um das in Relation zu setzen, muss man aber sagen, dass sich in dieser Welle viel mehr Menschen angesteckt haben als vorher. Und dann sieht die Zahl auch nicht mehr so bedrohlich aus. Also in den letzten Wellen hatten wir hier den Höchstwert von 11.000 Fällen pro Tag. Jetzt waren das hier über 100.000. Es sind 3 Millionen, also ein Drittel des Landes hat sich angesteckt. Und in Relation dazu ist die Zahl dann gar nicht mehr so hoch. Aber das ist eben die Krux bei Omikron. Der Verlauf ist sehr viel milder. Und die Impfung schützt auch vor schweren Verläufen, aber gleichzeitig ist eben diese Virusvariante viel ansteckender und deswegen gibt es dann eben auch mehr schwere Fälle. Aber in Relation sind es dann eben doch sehr viel weniger. Wobei man ja sagen muss, dass Israel eigentlich Vorbildland war, auch in der Durchimpfung der Bevölkerung. Und daran sieht man auch einmal mehr, dass Omikron auch zu verhäuften oder gehäuften Impfdurchbrüchen führt. Oder ist der Grund für die zahlreichen Ansteckungen dann ein anderer? Nein, also man hat deswegen hier auch den grünen Pass abgeschafft, weil man sagt, die Impfung schützt nach wie vor gut vor schweren Verläufen, aber eben nicht von der Ansteckung selber. Und deswegen generiert dieser grüne Pass eigentlich eine falsche Sicherheit, wenn man dann denkt, ich gehe jetzt ins Kino, da sind alle geimpft. Natürlich kann man sich trotzdem anstecken, aber er schützt eben vor schweren Verläufen. Deswegen ist das in Relation jetzt eben eigentlich immer noch eine geringe Zahl von schweren Erkrankungen und Todesfällen im Vergleich zu anderen Wellen. Und dazu muss man auch sagen, die meisten Todesfälle betreffen Menschen über 60 Jahren. In dieser Altersgruppe sind 12% der Bürger noch nicht geimpft. Also das kommt noch dazu. Und die schweren Fälle, also wirklich die allermeisten schweren Fälle, das heißt Menschen, die an Maschinen angeschlossen sind, die Sauerstoff brauchen, sind tatsächlich ungeimpft oder nicht vollständig geimpft. Christine Kentschel, Dankeschön nach Tel Aviv. Danke.